Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind in Version 1.11.1 und gerade findet das Feuerwerks-Event statt. Das habe ich letztes Jahr leider schon verpasst, deswegen möchte ich das dieses Jahr nicht verpassen. Und ich war jetzt eine Ewigkeit nicht mehr in Animal Crossing drin, meine Bewohner werden mich alle nicht mehr kennen. Aber ich wollte halt wenigstens einmal dieses Event mitnehmen. Hallo liebe Bewohner, es ist Sonntag, der 22. August auf Dizzymania. Heute passiert was, dass Dizzymania einen ganz neuen Licht erstrahlen lassen wird. Genau, ein wundervoll buntes, strahlendes Feuerwerk. Und das ist noch nicht alles. Während am Himmel die Funken fliegen, gibt's reichlich zu erleben. Plaudert mit euren Freunden, nehmt an einer tollen Tombola teil und genießt das Farbenspiel. Ich selbst werde auf dem Festplatz Sachen verteilen und Vorschläge für eigene Feuerwerkskörper annehmen. Ui, das ist seit längerem das erste Mal, dass ich an der frischen Luft arbeite. Ich freue mich ja so. Jö, guck mal, und die hat da auch so einen Ring auf dem Kopf. Den kriegt man nämlich auch bei diesem Event. Das müsste jetzt eigentlich... Ja, ich war so lange nicht da, dass meine Frisur so komisch ist. Und eigentlich erstmal wieder richten. Ich weiß gar nicht, wie meine normale Frisur aussieht. Ach so. Und natürlich noch den Happy New Year Hut. Da war ich das letzte Mal online, gell? Bei Happy New Year. Ich glaube schon. Da gab es auch schon Feuerwerk. Okay, ich habe einiges an Stuff bekommen. Ist mir aber egal. So, wir schauen nochmal kurz bei den Schneider-Schwestern vorbei, ob die vielleicht irgendwelche specialigen Sachen haben für dieses Event. Kann ja sein. Guck mal, hier ist sogar noch... Hä? Ach, ich glaube, ich war zu Ostern auch nochmal kurz online, weil es da neue Items gab. Zum Beispiel diese komischen Hecken hier. Diese Osterhecken. Auch süß, oder? Ich finde die sehr süß. Oh, und da sah ich auch schon, ich sah schon im Fenster, dass es hier was Neues gibt. Es gibt anscheinend Kimonos. Ja, es gibt tatsächlich Kimonos und Yukatas. Oh mein Gott, okay, das ist richtig cool. Weil in Japan ist das tatsächlich Brauch beim Feuerwerken, so ein Teil anzuhaben. Die sehen auch eigentlich ganz cool aus. Also für einen Jungen sind ja eigentlich Kimonos normal und für die Frauen dann Yukatas. Aber ich glaube, ich finde die Yukatas tatsächlich hübscher. Und allgemein sollte man nicht so darauf achten, was für Frauen und für Männer ist, oder? Oh, guck mal, das passt so gut zu den Haaren und alles. Das hat doch eine geile Farbe. Das sieht alles gut aus. Oh mein Gott! Diese Yukatas, die sind so süß. Also, ja, ich muss diese beiden kaufen. I'm sorry. Die sind beide so geil. So, beide gekauft. Guck mal, wie geil wir aussehen. Oh, ich mag's. Ich mag's richtig. Okay, so, wir sind bereit, zum Fest zu gehen. Ich hoffe, Tina, du kommst auch. Bis gleich. Oh, da beginnt er schon! Oh mein Gott! Genau um 19 Uhr sollte das nämlich beginnen. Und ja, tatsächlich. Jetzt ballert die hier schon die ganze Sache raus. Oh mein Gott. Hä? Hätte man nicht... Man konnte doch auch noch seine eigenen Dinger hier hinpacken, oder? Also seine eigenen Designs, dass sie dann im Himmel erscheinen. Oh, mega cool. Das gefällt mir voll. Guck mal, alle sind da. Die kennen mich zwar alle nicht mehr, aber sie sind trotzdem alle da. Ja, hi! Hi, Lupo! Gegen das Gewölle am Himmel wird das Ding ziemlich abstinken, aber man nimmt, was er kriegt. Danke, Lupo, bist mein bester Freund. So, das kann jetzt nämlich so eine Wunderkerze sein, die es tatsächlich beim Hanami in Japan gibt. Also, dass das gar nicht so eine Wunderkerze ist, die man aus Deutschland kennt. Ich glaube fast schon. Wir machen es einfach mal und gucken. Ja, genau, das sind diese komischen Wunderkerzen. Also, es gibt so eine Special-Wunderkerze in Japan. Ich war ja ein Jahr in Japan und da durfte ich dann auch mit. Ach, genau, das ist so ein Teil. Das ist ja cool. Da durfte ich dann auch beim Feuerwerk mitmachen und da hat man dann auch so eine Hanami-Kerze bekommen und die lässt man halt so abfackeln. Die hat jetzt nicht so krasse Funken gesprüht wie in diesem Fall. Am Ende ist da dieses abgekohlte Ding runtergefallen. Und wenn das passiert nämlich nicht immer, dann soll man Glück haben. Und es ist bei mir runtergefallen, deswegen habe ich jetzt ganz viel Glück und ich finde das ganz, ganz toll. Ach ja, ach man, das erinnert mich an Japan. So, wir reden einfach mal mit Melinda und gucken, was sie uns zu sagen hat. Das Feuerwerk hat angefangen. Schön, dass du dabei bist, Dizzy. Für alle Besucher des heutigen Feuerwerks gibt es ein kleines Geschenk. Ja, Geschenke, ein kleiner Hut. Hoffentlich ein genauso süßer, wie du ihn hast. Mit dem Leuchtkugelreif wirst du selbst das dem Feuerwerk die Schau stehlen. Außerdem bist du damit so unübersehbar, dass du dich garantiert nicht im Dunkeln verläufst. Sehr gut. Oh, bei ihm ist es auch runtergefallen. Nice one. Och, Wunderkerzen sind wie meine Karriere als Salzstoff-Vokalist. Ersprühen sie nur so vor Funken, dann ist tote Hose. Oh mein Gott. Okay, wir schauen mal, was der Leuchtkugelreif so machen kann. Ah, wir sind ein Alien. Meine Güte, ist das süß. Das ist so süß. So, und Rainer scheint auch da zu sein mit seiner Tombola. Das ist nämlich dieses Jahr auch neu. Man soll Bubble Tea bekommen können. Und Bubble Tea ist ja wohl das Allergeilste. Die gab es ja auch irgendwie eine Zeit lang, da sind sie überall rausgesprießt und man konnte die überall kaufen. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, yo, Bubble Tea ist krebserregend und dann sind sie überall verschwunden. Das war richtig sad. Ich habe Bubble Tea geliebt, ich habe es geliebt. Jetzt gibt es nur noch so drei Läden oder so in der Nähe, was ein bisschen sad ist. Naja, aufgepasst und hergehört, das Ende ist da. Oh nein, das Ende. Und zwar das Ende unserer Langeweile. Ah, hatte ich hatte schon Angst. Denn gleich hier in der Nähe gibt es Rainers turbulente Tombola.
Jeder Griff ein Gewinn, jedes Los ein Lächeln. Zwei Schrittchen, nur von hier bis zu euren Traumgewinn. Bin ich verrückt geworden oder ist das mein Lieblingskorsagen? Wie geht's dir, Sie? Aber genug Smalltalk, du bist sicher gespannt, was ich dir heute zu bieten habe. Ich verkaufe Lose, die dir den ganz großen Gewinn bescheren können. Nur heute, während des Feuerwerks. Da mache ich doch mit. Ja, ich hab genug Geld. Vorzüglich, wunderprächtig. Dann steck gleich das Pfötchen in die Kiste und schnapp dir dein Los. Ich bin ein Mensch, ich hab gar kein... Also, ja, ich hab Pfoten, aber im Ingame spiele ich einen Menschen. Warte, weiß Rainer, wie ich in echt aussehe? Hätte ich jetzt ein bisschen Angst, wenn Rainer weiß, wie ich in echt aussehe. Na, wen haben wir denn da? Die 16. Die bringt dir eine schöne Portion Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte. Ich will aber ein Bubble Tea. Oh, man darf aber sofort nochmal machen. Ich sehe auch gerade, guck mal, hinter Rainer, da ist so ein kleines Schild, mit, wo drauf steht 500 Sternis und sogar irgendwas auf Japanisch. Warte mal, da steht Nusushinashi, I guess. Das dritte könnte auch irgendwas anderes sein. So, wir greifen nochmal rein. Und es ist die 22. Ja, Bubble Tea. Aber Erdbeer, oh nee, ich mag Erdbeer nicht. Das gebe ich dir, Jay. Ich hätte gern ein anderes Bubble Tea. Achso, das Kleingedrückte, keine Erstattung. Aber Erdbeere mag ich halt wirklich nicht so gerne. Also Erdbeeren an sich, mega geil, aber alles, was irgendwie Erdbeergeschmack hat oder so, finde ich voll abartig. Die 24 ist ein... Bubble-Grüntee! Ja, das ist gut. Das habe ich mir gewünscht. Ein Bubble-Grüntee, das ist in Ordnung. So, das passt dann auch zu unserem Gebommel da auf dem Kopf. Den einen Bubble-Tee kann ich dann Jay auch gleich mal schicken, weil der war bestimmt auch Ewigkeiten hier nicht drin. Kann man überhaupt... Kann man sowas verschicken? Weiß ich nicht. Egal, wir rüsten unseren Bubble-Tee aus. Ja, ein grüner Bubble-Tee! Oh mein Gott, das ist so cool. Kann man den noch trinken? Man kann ihn auch trinken. So trinkt man aber keinen Bubble Tea. Man schlürft da dran. Ist der... Warte. Achtet mal auf den Bubble Tea. Ist der weniger geworden, weil wir ihn geschlürft haben? Man kann ihn auf jeden Fall häufiger als einmal schlürfen. Nee, dann habe ich mir das nur eingebildet. Alles klar. Man kann ihn auf jeden Fall mindestens zweimal schlürfen. Sehr, sehr cool. Ach man, das Event gefällt mir voll. Wenn man jetzt noch andere Designs machen könnte. Aber wir können ja erstmal mit unseren Leuten reden. Und Dizzy, da bist du endlich wieder. Wo hast du denn so lange gesteckt? Du warst doch bestimmt in einem geheimen Trainingscamp. Nimm mich nächstes Mal mit, ja? Peng, pum, kabums! So ähnlich hat das auch heute früh geklungen, als ich meinen Sandsack bearbeitet habe. Bäm! Ach man, Aki, ich mag dich. So, aber Melinda sollte ja noch irgendwas anderes können, oder nicht? Ja? Wie kann ich dir denn behilflich sein? Ich möchte bitte das Feuerwerk umdesignen. Da bin ich aber gespannt. Zeig mir rasch das Design, um das es geht, ja? Klar. Man kann 10 Designs machen. Wird das dann auch in der Reihenfolge angezeigt? Wir packen auf jeden Fall mal. Man kann die gleich alle hier reinpacken. Wie gut ist das denn? Okay, der Doodlebob kommt rein. Ich habe leider gar... Doch, hier, wir haben noch einen Yumi haben wir noch. Den... Ich habe leider sehr viel, was nur auf dem Boden so kommt. Ah, es gibt ja ganz viele Designmuster hier, neue. Man kann ja ganz viel Neues machen. Voll vergessen. Okay, warte mal, wir brechen das nochmal ab. Ich hole mir erstmal noch ein paar Designs. Melinda, ich komme gleich wieder. Es gibt ja auch eine neue Design-App, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht? Doch, hier, genau. Und man konnte ja jetzt auch einfach in die Design-App reingehen, ne? Ja, perfekt. Okay, ich suche mal ein paar coole Designs raus und dann zeige ich die euch, wenn die am Himmel erstrahlen. Ich bin sehr gespannt, wie die dann aussehen. So, warte, ich habe versucht, eine kleine Geschichte zu machen. Mal gucken, wie die ankommt. Fantastisch, ich kann es kaum erwarten, eine kreative Schöpfung am Nachthimmel zu bewundern. Also gut, dann werde ich flugs alle nötigen Vorbereitungen treffen. Gibt's jetzt eine Show dazu? Wir setzen uns einfach mal hin und genießen die Show. Ich hoffe, man kann von hier aus alles sehen. Kann man alles sehen? Von da nicht. Warte mal, wir müssen irgendwie an einen besseren Ort, wo man alles sehen kann. Vielleicht ja hier auf der... Warte, ich will natürlich nichts verpassen. Nee, noch hat sie nichts verändert. Okay, wir müssen mal gucken, ob sich irgendwann was verändert. Ja, da! Aber das war schon das dritte oder so. Habt ihr es erkannt? Das ist ja mega cool. Jetzt kommen die ganzen Designs, die man gemacht hat und auch in der Reihenfolge. Aber man kann sie nicht so ganz gut erkennen. Hä? Das zum Beispiel gar... Ich weiß gar nicht, was zum Fick ist das? Aber die sind genau in der Reihenfolge gekommen. Das war das Surprise Pikachu-Meme. Das habe ich gesehen. Das kennt man auch. Das ist ja mega cool. Und das war's schon. Das waren die 10 Designs. Die ersten Designs habe ich überhaupt gar nicht erkannt. What the fuck? Okay, dann zeige ich euch nochmal, welche Designs ich denn ausgewählt hatte. Ich wollte so eine kleine Geschichte erzählen. Das erste war Nanachi, die eine Idee hat. Dann wollte ich in ihren Kopf
war die Idee, ich bin böse, deswegen kommt der Doodlebob. Der Doodlebob hat dann alles angezündet. Dann, also da kam dann dieses Meme hier. Dann hat er sich gefreut, dass alles brennt. Dann kam hier das Satisfied-Meme. Oh ja, alles brennt. Dann hat er Party gemacht mit dem Bongo-Cat und der Nyan-Cat. Und dann hat irgendjemand gesagt, du darfst hier nicht alles anbrennen. Deswegen ist dann das SpongeBob-Meme gekommen. Und dann kam Pikachu, der gesagt hat, wie, das darf ich nicht. Witzig, oder? Das war meine Story, die ich mir ausgedacht hatte. Hat man jetzt leider nicht so ganz gut gesehen. Aber das war auf jeden Fall so. Ach ja, aber schön, dass sie hier richtig Feuerwerk feiern. In Japan war das nämlich ein bisschen anders. Beziehungsweise, ist das hier ja... Hallo, lass mich durch. Hier ist das hier auch nicht anders. Da hatte ich ja Silvester gefeiert. Und da hat tatsächlich einfach nur jeder Luftballons in die Luft geschmissen. Das war richtig weird. Also statt dass jeder sein eigenes kleines Feuerwerk macht, also diese ganzen individuellen Feuerwerke, wie es in Deutschland ja ist, die gab es da gar nicht, sondern alle haben so Luftballons in die Luft geschmissen und haben sich dann gefreut. Richtiges Feuerwerk gab es dann auch noch, aber das war dann immer von der Stadt irgendwie organisiert. Also da waren die ein bisschen anders unterwegs. Dafür ist das von der Stadt dann natürlich so riesengroß gewesen. So war das auf jeden Fall in Fukuoka, wo ich das gefeiert hatte. Ob das jetzt in Tokio anders ist, kann ich nicht wissen, leider. Aber ja... Doch, guck mal, da war das Nanachi. Jetzt kommt die Geschichte nochmal, oder was? Ich glaube schon. Ja, mega funny, die werden dann immer so reingestreut. Ja, lasst mich mal wissen, wie ihr dieses Event fandet. Ich finde es witzig, vor allem, dass man seine eigenen Designs machen kann. Gut, dann wäre es das aber für heute gewesen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.